Um diese zwei kleinen Racker soll es heute gehen. Besser gesagt, ich möchte das Thema ganz kurz mit euch mal anschneiden. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem 5-Minuten-Update. Bis gleich. Genau, darum geht's später. Ich kann sagen, oder ihr hört noch, die beiden funktionieren noch tadellos. Habe ich circa seit 3 Jahren bei mir im Einsatz. Dementsprechend sehen sie auch aus. Ich möchte mal eure Meinung dazu wissen, aber dazu kommen wir später. Das ist nämlich hier das 5-Minuten-Update von dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian, falls ihr es noch nicht wisst. Ist recht neu, also ich hatte meinen Namen, keine Ahnung, halbe Ewigkeit nicht bekannt gegeben. Und in diesem 5-Minuten-Update, was immer zum 1. des Monats rauskommt, geht es rund um den Kanal, rund um News, rund um Projekte, rund um Werkzeug. Also wenn du Neuling bist, ist es, glaube ich, recht interessant. Und was gibt es immer zu gewinnen? Einmal des Monats eine Mr. Handwerk-Tasse. Die gibt es in Rot oder in Schwarz. Den Gewinner vom letzten Update blende ich mal hier ein. Herzlichen Glückwunsch. Du hast auch 30 Tage Zeit bei mir, dich zu melden. Du schreibst mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe mir bitte eine Lieferanschrift mit und die Farbe der Tasse. So, und alle Neulinge einfach Hashtag Tasse und dann mit etwas Glück bist du beim nächsten Update, sprich zum 1.5. mit dabei. Dieses Update ist ein bisschen versetzt. Ich weiß, in letzter Zeit kommen meine Videos nicht so regelmäßig online, mal am Freitag, mal am Samstag. In der Regel Freitag 19 Uhr erscheint immer ein neues Handwerksvideo hier auf meinem Handwerkskanal, Mr. Handwerk. So, genug geredet. Fangen wir an mit der Amazon Wunschliste. Die habe ich eingeführt. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Wenn du den Kanal etwas Gutes tun möchtest oder du ein tolles Projekt gefunden hast bei mir und dir etwas weitergeholfen hat und du sagst, boah, cool, ich möchte den Sebastian oder den YouTube-Kanal etwas wiedergeben, dann findest du dort ein paar Produkte verlinkt und klickst du auf Geschenk oder auf Kaufen und die kriegen wir dann zugesendet, Steffi und ich, und freuen uns immer darüber. Diesen Monat war dabei ein Hammer, ein Schlosserhammer von Gedore, also richtig qualitativ hochwertiges Werkzeug von Manuel. Recht herzlichen Dank dafür, Manuel. Dann ein Maßband, das finde ich richtig toll. Zeige ich euch gleich, wieso, weshalb, warum. Habe ich in meiner Lehre ganz, ganz oft verwendet. Und ein, was ist denn das hier? Ein Farbmischer. Brauche ich ganz, ganz oft, wenn es beispielsweise um Farbe anmischen geht oder Tapetenkleister, also Wandverkleidung oder Bekleidung oder Gestaltung. Ne? Habe ich, glaube ich, noch ein paar drin. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns noch ein paar zukommen lassen. Freuen uns riesig darüber. Recht herzlichen Dank, denn ich finde, sowas ist nicht selbstverständlich. Und deswegen zeige ich euch das jetzt hier und möchte hier meinen Dank einfach an euch ausrichten. Kommen wir kurz zum Maßband. So, und das Tolle an diesem Maßband ist, oder das Besondere, das habe ich ganz, ganz oft in der Lehre verwendet, hat, glaube ich, 3 Meter, gibt es auch in 5 Meter. Ihr könnt ja jetzt, hier haben wir ein lichtes Maß. Lichtes Maß ist das innere Maß dieser Leibung hier oder dieser Türöffnung, kann man sagen. Und jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, das jetzt auszumessen, hier ranzusetzen und dann hier von außen abzulesen, 87. Aber nehmen wir mal an, jetzt, wir haben jetzt hier eine Mauer und wir können jetzt außen nicht ranlegen. Dann könnt ihr dieses Maßband nehmen und ihr könnt das innen drinnen ansetzen. Das heißt von Innenkante hier, ob ihr das sehen, bis hier Innenkante. Und dann könnt ihr das Maß anhand dieser Skala hier in diesem roten Strich ablesen. Also was richtig, richtig toll ist, arbeite ich sehr, sehr gerne damit. Habe ich auch schon quasi über die Jahre vergessen gehabt, weil nach meiner Lehre, beziehungsweise 1-2 Jahre später, habe ich das Ganze gar nicht mehr verwendet gehabt. Und das habe ich letztens auf Amazon entdeckt. Also recht herzlichen Dank für denjenigen, der uns das zukommen lassen hat. Ja, das ist hier meine Werkstatt. Wenn du noch nicht kennst, es gibt eine Werkstatt-Tour, die werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, was gibt es Neues? Beziehungsweise ich hatte im letzten Update eine Bohrkassette verlost. Die hole ich mal fix. Und zwar ist es diese hier von der Firma Pharmac. Pharmac kennt ihr wahrscheinlich, ne? Die produzieren Forstenbohrer, also wirklich ganz, ganz viel. Und das ist ein Metallbohrersatz, der ist schon benutzt. Den Gewinner blende ich jetzt hier mal ein. Die habe ich verlost, weil ich umgestiegen bin für die Metallbearbeitung auf Ruco. Und da habe ich einen neuen Metallbohrersatz und 2 kann ich nicht gebrauchen, beziehungsweise brauche ich nicht.
Und Roku hat wirklich sehr, sehr gute, qualitativ hochwertiges Werkzeug für die Metallbearbeitung. Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens, da findet ihr auch ein Gewindeschneider-Set, Senker, Kegelsenker. Also alles, was ihr zur Metallbearbeitung braucht, bekommt ihr dort. Wie gesagt, findet ihr unten verlinkt. So, jetzt kommen wir nämlich zu meinem letzten Projekt, meinem letzten Video. Da habe ich ein ganz, ganz kleines Schränkchen gebaut. Für Steffi hat sie sich gewünscht. Das Ganze, also zur Erklärung, das ganze Video ist ohne Ton. Und das Schränkchen hat Steffi irgendwo beim Shoppen entdeckt, online, und das war leider ausverkauft. Und ja, ihr wisst ja, wie wir Männer sind, ne? Wenn eine Frau einen Wunsch hat, versucht man das zu erfüllen. Und ich habe dann gegoogelt und geguckt und getan und habe diese Schränkchen nicht bekommen online. Das Lustige war daran, das Schränkchen hat 25 Euro gekostet. Also so ein Nachbau, ihr verbringt ja bestimmt einen Tag in der Werkstatt mit, und dann ist es vielleicht günstiger, sich das schnell zu kaufen. Und habe es dann nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, baust es mal nach. Ganz, ganz, ich weiß nicht, das Video hat, glaube ich, 5 Minuten. Ist ein schönes Video geworden. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann leg dir das ans Herz. Guck dir das an. Das ist ein ganz, ganz tolles Video. Hat mir ganz, ganz viel Mühe gegeben. Den Link dazu findest du hier oben in der Videobeschreibung. Übrigens, da habe ich auch die Kegelsenker von Roku verwendet. Genau. So, und jetzt kommen wir. Machen wir als erstes die Akkuschrauber oder meine neue Maschine, die ich mir zugelegt habe. Neue Maschine. Ein Highlight, kann man sagen, ich habe mir noch eine Tauchkreissäge, besser gesagt eine Handkreissäge gekauft. Ihr kennt ja meine Tauchkreissäge, die ich mir zugelegt habe. Das Video werde ich dir hier oben mal verlinken. Ist sehr, sehr gut. Habe ich bis jetzt noch nicht bereut. Tolle Maschine. Und ich habe jetzt in nächster Zeit vor, ich will meine großen Eichenbohlen, die ich mir mal gekauft habe vor 3, 4 Jahren, die will ich besäumen. Sprich, wenn du so eine Eichenbohle hast, willst du eine gerade Kante dran haben, und die gerade Kante kannst du schlecht an einer Tischkreissäge, oder die meisten haben ja die Bosch GTS 10XC zu Hause stehen, und da kannst du das Ganze nicht zusägen bzw. besäumen. Und deswegen habe ich mir diese Handkreissäge gekauft, und zwar ist es die GKS 85G mit L-Box. Werde ich dir auch unten in der Beschreibung verlinken. Ist ein Mordsteil. Und boah, die hole ich jetzt gerade zum allerersten Mal raus. Und damit möchte ich dann fette, dicke Eichenbohlen von 50 mm zusägen, beziehungsweise 60, beziehungsweise besäumen. Und den Rest mache ich dann an meiner Tischkreissäge. Und warum, weshalb habe ich mir die jetzt gekauft? Ganz einfach, meine Tauchkreissäge, die von oben eintaucht, also die taucht auch von oben ein, aber in der Regel ist es so, dass wir die arretieren und dann sägen wir, ich kann es schlecht zeigen, sägen wir so ins Material hinein. Und die Tauchkreissäge, die ich habe, die taucht von oben ins Material rein, und dann, also quasi sägen wir eigentlich auch von vorne rein. Aber diese Maschinen sind zwei unterschiedliche Systeme. So, die habe ich mir jetzt gekauft, weil die eine Tiefe hat, eine Schnitttiefe von 85 mm. Und meine Tauchkreissäge hat halt nur 55. Da hatte ich damals nicht aufgepasst gehabt, besser gesagt, eigentlich schon. Ich wollte mir keine Tauchkreissäge kaufen, die so groß ist und so klobig, wie jetzt diese hier auch. Also es ist schon, wiegt schon so einiges, ich weiß gar nicht was. Ich werde euch die auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist mein neues Tool, was ich mir gekauft habe. Und ich bin mal gespannt, ob die das packt, ne? Die dicken Eichenbohlen zu sägen. Aber letztendlich, ich habe schon mal, eine habe ich schon mal so freihand hier besäumt an meiner Tischkreissäge. Und das hat die hier auch gepackt. Also müsste die jetzt eigentlich auch packen, ne? So, das war die Handkreissäge. So, ich will mal Tauchkreissäge sagen. Habe ich mir neu zugelegt, und im letzten Update hatte ich euch auch meinen Exzenterschleifer gezeigt, den ich mir neu zugelegt habe. Und da gab es so ein, zwei Kommentare, dass ich mir diesen Exzenterschleifer nur für dieses Projekt gekauft habe oder einfach mal zugelegt habe. Und ja, das ist die Wahrheit. Ich habe überlegt und geguckt und getan, und es gibt von Bosch, also ich bin Bosch-Fan, das ist jetzt auch keine Produktplatzierung, hier selber gekauft. Die zwei Freunde hier sind auch selber gekauft. Der mich kennt, der mich hier länger verfolgt, weiß es. Was ich mir selber kaufe, sage ich euch ganz klar. Also bin ich ganz ehrlich immer zu euch. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ich hatte mir den Exzenterschleifer selber gekauft, weil ich wollte was Vernünftiges haben, weil es stehen jetzt ein, zwei Projekte an, wo ich einen richtig tollen, vernünftigen Exzenterschleifer brauche. Ich habe zwar auch zwei Alternativen, habe ich euch auch im letzten Video verlinkt.
Aber dieser Accenture-Schleifer, den ich euch damals gezeigt habe, hat um die 230, 250 Euro gekostet. Vergleichbare hochwertige Geräte kosten 300, 450, 480 Euro. Und dann sind mir schon 230, 250 Euro, kam mir ganz gelegen. Und mit L-Box-System, also fand ich ganz super. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ja, ich habe es zu diesem Zeitpunkt, das war im Januar, glaube ich, habe ich mir die Maschine zugelegt. Das war wirklich für diesen Tisch gedacht. Genau, also ist jetzt nicht dran gelogen oder geflunkert. Genau, das war das. Und den Tisch, darüber gibt es dann jetzt auch ein Video, das endlich online ist. Da haben Steffi und ich zusammen einen Kulissentisch aufgearbeitet. Da war Eiche dunkel gebeizt. Die Beize haben wir abgeschliffen oben. Die Füße haben wir weiß lackiert. Schaut euch das Video mal an. Da gab es auch ein, zwei Kritik, beziehungsweise viele oder von vielen war das nicht so der Geschmack. Die wollten, dass wir den Tisch einfach so lassen bzw. aufarbeiten, neu dunkel beizen. Aber das ist wie früher die alten Eichenmöbel, hat auch keiner mehr zu Hause stehen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Oberfläche abzuschleifen, neu zu ölen und die Tischbeine weiß zu lackieren. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr einen alten Tisch habt, könnt ihr ganz einfach und schnell aufarbeiten. Das war das schnelle und kurze Update. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gequasselt. Ja, für alle Neulinge, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du zugesehen hast. Wenn du noch nicht abonniert hast oder am Zögern bist, einfach unten Abo-Button drücken. Es werden dieses Jahr noch richtig, richtig viele tolle, geile Projekte kommen für den Garten, für den Innenbereich und. Also da ist wirklich ganz, ganz viel geplant. Als nächstes stehen übrigens Gartenmöbel an und wir wollen eine beziehungsweise zwei Terrassen gestalten, Steffi und ich. Ich werde mal gucken, vielleicht werden wir auch nochmal das Thema angehen. Wenn ihr Interesse habt, lasst es uns wissen. Boden, Holzdielen, die total vergrünt sind oder verdreckt sind, komplett aufarbeiten, sprich reinigen, neu versiegeln und so weiter und so fort. Ja, das steht alles an und hier steht auch viel an. Wie ihr sehen könnt, ist da ganz, ganz viel Müll. Das muss ich jetzt erstmal wegbringen und entsorgen. Ansonsten werde ich gleich nochmal meine Reifen wechseln, Winter auf Sommer. Und dazu gibt es auch ein extra Video. Ich weiß gar nicht, schon paar Tage alt, ist aber ganz interessant. Da verwenden wir einen richtig coolen Schlagschrauber. Schaut euch das an, wenn ihr Bock dazu habt. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche, beziehungsweise sehen wir uns am Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Tschüss. Seht ihr schon, ich bin irgendwie schon beim Auto, am Reifen wechseln. Ich habe ja ganz vergessen, euch zu erzählen, warum, weshalb es hier bei diesen Akkuschrauber ging. Und zwar habe ich mir die vor 3 Jahren zugelegt. Die sind ziemlich ramponiert aus, sind schon tausende Male runtergeflogen. Ich habe die draußen von der drinne verwendet, habe für jeweils einen Akku, also habe für jede Maschine nur einen Akku und der Akku läuft bei mir, also wenn die Maschine leer ist, ist der immer voll. Also ich lade das in meinem Wechsellauf. Meistens sind beide in Betrieb. Und ja, was ist passiert? Ich habe letztens ein Video gemacht, beziehungsweise schon wieder älter, ein paar Tage alt, über die French Cleatwand, beziehungsweise habe da ein paar Löcher gebohrt und auf einmal fing der eine Akkuschrauber an zu qualmen ganz stark, hat richtig gestunken und geknistert. Ich habe den nicht wirklich lange im Einsatz gehabt, habe dann gebohrt und habe den mal in Ruhe gelassen und danach wieder gebohrt und ja, gehen beide wieder. Ich weiß nicht, was das war. Ich kann mir nur erklären, dass irgendwie hinten vielleicht ein Span oder irgendwas reingefallen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ganz, ganz, ganz viele von euch diese zwei kleinen Freunde hier auch verwenden, beziehungsweise die Serie. Es gibt ja davon eine Handfräse, eine kleine Handkreissäge, einen Schleifer und dies und das. Und ich möchte mal von euch wissen, habt ihr das Phänomen auch schon mal beobachten können? Wenn ja, was war es? Und ja, lasst es mich einfach mal wissen. Wie gesagt, Steffi hat den Kleinen auch. Sieht natürlich um einiges sauber aus als die zwei kleinen Freunde. Sie ist eigentlich auch sehr, sehr begeistert damit. Und ich wollte euch einfach nur mal damit sagen, dass ich damit, also darüber gibt es noch keinen Erfahrungsbericht beziehungsweise kein extra Video. Das mache ich eigentlich in der Regel immer über meine Werkzeuge, wenn ich die so ein Jahr in Gebrauch hatte, dass ich darüber ein Video mache. Vorteile, Nachteile. Bis jetzt gibt es nur einen Nachteil. Natürlich könnt ihr damit keine 300er Schrauben irgendwo reinknallen. Aber ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ja, selbst wenn die anfangen zu qualmen, irgendwie danach gehen sie trotzdem. Und ja, die sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Das wollte ich euch sagen, mitteilen. So, und jetzt geht's ran ans Reifenwechseln, beziehungsweise Felgen, Reifen. Ciao.